Okay, wir beweisen mal folgende Aussage zum GGT und KGV. Der größte gemeinsame Teiler von A und dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A und B ist gleich A. Und das ist außerdem gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A und dem GGT von A und B. So. Okay, das sind eigentlich zwei Aussagen, ne? Einmal diese hier, Aussage Nummer 1. Und einmal diese hier, Aussage Nummer 2. Das muss man getrennt voneinander beweisen. So. Kümmern wir uns erstmal um 1. Also wir wollen zeigen, der GGT von A und dem KGV von A und B ist gleich A. So. Wir beweisen es mal über die Primfaktorzerlegung. Wir gehen mal davon aus, A hat eine bestimmte Primfaktorzerlegung, ne? Hier dargestellt als Produkt von Primfaktorpotenzen P hoch KP und B ist ebenfalls dargestellt in der Primfaktorzerlegung mit P hoch LP. So. So, wir wissen jetzt, dass KGV, das kleinste gemeinsame Vielfache von A und B, ist gleich. So, haben wir mal gezeigt in der Primfaktorzerlegung folgendes. Wir nehmen von P, also von den Exponenten, jeweils den größeren von beiden, ne? Max KP LP. Also wir gucken uns zu jeder Primzahl die beiden die beiden Exponenten an, bei A und bei B, und dann nehmen wir den größeren von beiden und so bildet man das KGV. Das haben wir mal gezeigt. Und jetzt müssen wir den GGT von A und diesem KGV bilden. Das heißt, der GGT von A und dem KGV von A und B ist in der Primfaktorzerlegung. Was macht man jetzt? Man betrachtet die Primfaktoren jeweils dieser beiden Zahlen und nimmt bei den Exponenten jeweils den kleineren von beiden. Min von A hat den Exponenten KP jeweils bei jenem P und KGVAB hat diesen Exponenten. So. Das geschulte Auge sieht jetzt, min KP max KP LP ist KP. Warum? Naja, wir nehmen hier hinten den größeren von beiden und anschließend den kleineren von KP und dem größeren von beiden, ja? Und das muss KP sein. Wir können mal trotzdem eine Fallunterscheidung machen, ja, um das wirklich deutlich zu machen. Fall 1. Angenommen, Max KP LP ist gleich KP. Ja, dann folgt daraus, dass min KP Max KP LP ist gleich min KP und jetzt haben wir gesagt, Fall 1 ist der größere von beiden ist KP. Ja? Also max KP LP ist KP und min KP KP ist gleich KP. Okay. Fall 2, angenommen max KP LP ist gleich LP. Okay. Dann folgt daraus min KP max KP LP ist gleich. Wir wissen jetzt, max KP LP ist LP, also LP ist das größere von beiden. Max KP LP ist LP. Dann ist min KP LP ja KP, ne? Wenn LP das größere von beiden ist, muss KP das kleinere von beiden sein. Also in beiden Fällen kommt KP raus.
Also steht hier oben Kp. Wir haben also die Primfaktorzerlegung hier mit Kp im Exponenten. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist gerade a. So, jetzt gucken wir uns nochmal den anderen Beweis an. Der sieht ja ähnlich aus. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen schneller, ne? Gucken wir nochmal hoch. Jetzt müssen wir uns den GGT von A und B anschauen. Der GGT von A und B ist, wenn wir die Primfaktorzerlegung betrachten, die Primfaktoren jeweils mit dem kleineren der beiden Exponenten. Demnach ist das kleinste gemeinsame Vielfache von A und dem GGT von A und B gleich, wenn wir uns die Primfaktorzerlegung anschauen. Jetzt nehme ich im Exponenten, weil wir das KGV bilden, das größere von beiden, ne? Also hier von KP und vom kleineren von beiden, weil wir den GGT hier haben. So. Okay, und jetzt sieht man auch schon, ich nehme zunächst mal hier den kleineren von beiden und anschließend den größeren von Kp und den kleineren von Kp und Lp. Ne? Wenn hier hinten schon der kleinere von beiden steht, muss ja Kp hier vorne der größere von beiden sein. Ich könnte jetzt diese beiden Fälle hier nochmal durchmachen, aber letztlich kommt es aufs Gleiche raus. Ne? Also Kp ist das größere von diesen beiden, weil hier hinten ja das kleinere von beiden steht. Sind wir also wieder bei A.